Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice. Im letzten Part haben wir viele weitere Beweise präsentieren können, die Garen immer verdächtiger erscheinen lassen. Ich bin mir mittlerweile hundertprozentig sicher, dass sie beide Morde begangen hat. Und ich bin gespannt, ob sie jetzt noch irgendwie kontern kann. Wahrscheinlich schon. Aber gemeinsam schaffen wir das schon. That was your own testimony, word for word. Why? You insolent. Admit it. Only you could have hidden Dirk's clothes after they were used in the murder. And that means you are the one who killed Justice Minister Inga. Insignificant worm. You dare accuse me, the ruler of Corrine? Do not think for one moment that such impudence will... I'm afraid such arguments are invalid here in this sacred hall, Your Eminence. Because even monarchs aren't above the law. No. It's the end of the line for you, Queen Garen. Time to come down from that lofty throne and face justice! Breakdown? War's das? Ah! Me? Face justice? Surely you jest. You are in no position to force my hand, lawyer. Oh? Surely you haven't forgotten about the Defense Culpability Act. Those who would support criminals will be deemed just as guilty. In short, should I be convicted of murdering my husband, your dear brother who delivered false testimony in my defense, shall also be found guilty. What? That can't be, can it? Dieses Scheißgesetz. By delivering false testimony in the course of protecting a guilty party, he would certainly be judged by this court as having supported a criminal. And the Defense Culpability Act would most definitely come into play. But that law is so broad that anyone could be convicted under it. When it comes to the DC Act, even I am conflicted, and yes, and yet, as it currently stands, it is the law of the land. And as you said earlier, no one is above the law. Of all the absurd things I've seen, this law really takes the cake, yeah. Now what? What can we even do at this point? You need not look so forlorn. Dirk has been cleared of all charges. So let us leave all thoughts of the real killer and revolution in the past where it belongs. She wants us to just let her off scot-free? Yet, I don't see any other choice. Satira. Opfert sich jetzt Nayuta quasi? We cannot yield to her here, Apollo. If it will move the revolution forwards, I will gladly face the DC Act. Now do it, accuse Queen Garen of the crime she has committed. But... Such insolence! What you speak of is not revolution. Our kingdom will not function without its sovereign. And Rafa cannot ascend to the throne, for she is as yet incapable of channeling spirits. Thus, to accuse me is to wish destruction upon our fair kingdom, you terrorist. Terrorist? If you would still insist on accusing me, then as ruling sovereign of Corrine, I proclaim the following. Was kommt jetzt wieder? All who imperil the crown, no matter the reason, shall be subject to immediate execution upon the Queen's orders. Das ist ja ein noch tolleres Gesetz. What? Immediate execution? Do you still not comprehend? Then let me be clear, for the sake of this kingdom's future, and in accordance with the laws of Corrine, I command that you be put to death at once. Oh Gott. Ah!
What the? isn't this going a bit too far? Why is the Garen Royal Guard? They were on standby in case of an attack by foolishly optimistic terrorists. Now, if they would continue to oppose me, the very embodiment of the law, then under my regal authority, you shall all be put to death. Sehr sympathisch. Oh, come on, this is insane, even for you. You can't possibly get away with something like this. This is a court of law. You can't just order our execution without due process. Now look, Apollo, truth and due process are certainly important, but so is your life, so think before you speak again. But... Können die Leute uns nicht helfen? Die sehen doch jetzt alle, dass das nicht so toll ist, die als Königin zu haben. Please, Apollo, do not make this any worse than it already is. I cannot lose you to the Twilight Realm too. What am I supposed to do? How do I win against an opponent that can rewrite the law as she sees fit? How can I ever bring her to justice? Is this really how it all ends? It is your life or your accusation, lawyer. You cannot hope for both. It is time to cease this insanity. What do I do? Should I accuse Queen Garen? Was soll ich tun? Soll ich Königin Garen beschuldigen? Ja, oder aufgeben? Ich weiß es nicht, was ich tun würde. Vor allem, wenn ich mich jetzt mal in Apollo hineinversetzen würde, was ich tun würde, wenn ich an Apollos Stelle stehen würde, wenn gerade 5 Waffen auf mich gerichtet sind, weiß ich nicht, wie ich mich da entscheiden würde, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht, ich muss einfach hoffen, dass noch irgendwas Cooles gleich passiert, dass Rafer noch aushilft oder so, oder die ganzen Leute, die hier zugucken, die müssen doch jetzt langsam mal bemerkt haben, selbst die größten Anhänger vom Kurainismus müssen noch mal bemerken, dass ihre Königin nicht so toll ist. Und wenn wir alle da gemeinsam gegen sie arbeiten würden, hätte sie doch keine Chance mehr, oder? Auch wenn sie noch ihre Wachen da hat. Und vor allem, weil ein Drache niemals nachgibt, a dragon never yields, beschuldige ich sie. I know what I have to do. Mr. Wright, you know that saying you're constantly reminding me and Athena of. The worst of times are when lawyers have to force their biggest smiles. You never fail to surprise me, Apollo. And Nayuta, you know that creed we've known ever since we were kids. A dragon never yields. Genau. Apollo. They are not merely words. They are what's carried us this far. So now, it's time to honor these words and the memories of the ones who gave them to us. I couldn't agree with you more, Apollo. Those words are more important to me than you know. And if there's any time to remember them, it's now. It would seem, Apollo, that not one, but two auspicious creatures dwell deep within you. A fierce dragon and a virtuous phoenix that shall scatter the clouds hiding the heavens. I shall join you in your death-defying bluff. I think I finally understand what those words really mean, and the resolve they embody. Are you smiling, even in the face of certain doom? Is there no end to your defiance? Unfortunately for you, no. I won't let fear or even the law force me to abandon the pursuit of truth. Because there is another saying in my country, the truth will set you free. Indeed, that is precisely what Dirk sought to do through this trial. He wished for us to break free from a certain despicable spider's immobilizing silk threads. We won't be intimidated by unjust laws or give in to fear. Abandoning the truth like that is just not a part of my playbook. There's only one path before us, revolution. The time to make Dirk's dream a reality is upon us.
Your Eminence. If you are the law here in Kurain, then your very existence is wrong. Does your desperate bleeding know no end? I know it's a bit late to ask, but what's the plan? Well, if Garen is going to execute us on the spot under the Defense Culpability Act, and the law itself derives its power from the authority of the Crown, then there's only one thing to do. We dethrone her right here, right now. Alright, but how? It's not like we have a lot of time to come up with a way to do it either. I doubt she'd allow you to perform another cross-examination while we think. Don't worry, I'll come up with something. We'll be fine! Okay, ich hoffe es. We can't give up, not now. We have to keep on fighting to the end. We can't allow these broken trials to go on. It's time to make things right. Oh, eine Zusammenfassung kommt. Das habe ich ja ganz vergessen. Okay, jetzt sind wir wirklich am Ende vom Fall. Aber ich frage mich auch, wie können wir uns jetzt aus der Situation noch retten? If I accuse Garen, Nayuta will be subject to the Defense Culpability Act, which means he will be put to death in accordance with the law. So the only way out of this is to dethrone Garen right now. Lass mich mal schon mal vorher überlegen. Ja, okay, jetzt. Ich übersetze das mal. Could this be the key to dethroning Garen? Könnte das hier der Schlüssel dazu sein, um... gibt's da im Deutschen überhaupt ein Verb? Dethronen? Entthronen? Gibt's Entthronen? Um Garen halt vom Thron zu stürzen. Gibt es da... Oder auf jeden Fall könnte das hier der Schlüssel dazu sein. Rafa, die Beschwörungsfähigkeiten von Maya oder die Kugel der Gründerin. Genau, das wollte ich mir jetzt auch überlegen. Wie könnten wir das schaffen, sie vom Thron zu stürzen? Also das Problem an Rafa ist, Rafa wäre ja, ich meine, sie hat königliches Blut, weil sie die Tochter von Amara ist, aber sie kann eben noch keine Geister beschwören. Und eine Königin in Kurain muss Geister beschwören können. Maya kann zwar Geister beschwören, aber hat kein königliches Blut. Die Kugel der Gründerin. Habe ich die noch als Beweis eigentlich? Ja. Bringt die irgendwas? Stimmt, das kam ja auch noch nicht. Ich habe mir schon ständig mal... Ich meine, wir kennen ja... Das kam wirklich noch gar nicht vor bisher. So richtig. Wir kennen ja jetzt das Gesicht von der Gründerin. Und den wahren Namen, den kennt leider nur die Königin. Aber trotzdem könnte man damit die Gründerin beschwören. Dann könnte die einfach über Kurain herrschen. Auf Ewigkeiten quasi. Das wäre interessant. Aber irgendwie so vielleicht. Irgendwie mit der Gründerin beschwören. Und dann soll die Gründerin einfach sagen, was hier abgeht. Und der erklären wir alles, was Garen für eine Scheiße da abgezogen hat. Und dann wird die Gründerin zu dem Ergebnis kommen, dass Garen es nicht würdig ist und dass jemand anderes Königin werden soll. Vielleicht sie selber oder auch jemand ganz anderes. Aber das kam noch nicht vor. Und ich dachte mir schon, dass es irgendwann nochmal vorkommen würde, dass wir irgendwie die Gründerin beschwören würden. Und das könnten wir jetzt, weil wir Namen und Gesicht... Also die Königin zumindest, aber... Garen muss den halt verraten, was sie wahrscheinlich nicht wird. Aber an sich sind trotzdem so irgendwie Name und Gesicht bekannt. Das würde also gehen. Okay. Ja. Is the Founder's Orb the key to the revolution? Ist die Kugel der Gründerin der Schlüssel zur Revolution? Dirk was convinced that the orb is the key to the revolution and Kurain's future. In light of Garen's obsession with the orb, it makes a large amount of sense. She probably doesn't want anyone using it to gain spiritual powers and rights to the throne. Inga definitely tried to do just that, but that's where it starts to fall apart. Inga couldn't have channeled the Founder even after abducting Miss Faye, after all. Only the Queen can channel the spirits, he didn't know the Founder's name or the Founder never existed. Ja, interessant. Inga hätte auf jeden Fall die Gründerin nicht beschwören können, selbst als er Miss Faye entführt hat. Nämlich weil nur die Königin Geister beschwören kann, er den Namen der Gründerin nicht kannte oder weil die Gründerin nie existierte. Nee, weil er den Namen nicht kennt, den kennt ja nur die Königin.
dass sie die Einzige ist, die Geister beschwören kann, ist Quatsch. Maya kann es ja auch. Und dass sie nie existiert hat, wäre interessant. Aber nee, das ist ja auch Quatsch. Es gibt ja die Kugel der Gründerin mit dem Geheimnis und dem allen. Das wäre ein krasser Plot-Twist irgendwie, wenn es die einfach nicht gab. Aber das ist viel logischer, dass er halt das deswegen nicht konnte, weil nur die Königin den Namen kennt. Den wahren Namen von der Gründerin. Mhm. Inga didn't know the founder's name. Inga kannte nicht den Namen der Gründerin. The name of the founder is only known to those who become queen. That means the only people who currently know her name are Garen and Amara. Ach stimmt, Amara kennt ihn ja auch. Das ist der Witz. Und sie kann uns dann vielleicht helfen. Garen wird uns nicht helfen, aber Amara könnte uns helfen. Stimmt, sie kennt ihn auch, weil sie war ja Königin. So even if someone else had the orb, they wouldn't be able to channel the founder. So that begs the question, why is Garen so fixated on the orb? Okay, let's not overthink this. Garen is obsessed with the orb because she wants to clear her name, it's a national treasure, she can channel spirits. What? Hat sie kein königliches Blut in sich? egal, auf jeden Fall. Apollo sagt, dass man nicht zu kompliziert denken soll. Garen ist deswegen so versessen auf die Kugel, weil sie ihren Namen reinwaschen will, bereinigen will, weil es ein nationaler Schatz ist oder weil sie keine Geister beschwören kann. Ich meine, wir haben das noch nie in Aktion erlebt bei Garen. Eine Geisterbeschwörung. Wenn sie keine Geister, das stimmt, dann wäre sie unrechtmäßig Königin. Und damit könnten wir sie vom Thron stürzen, wenn wir zeigen könnten, dass sie gar keine Geister beschwören kann. Deswegen war es vielleicht auch so, dass bei dem Beschwörungsritual, was da auch so um den Mord herum war, dass es Amara machen musste für sie, weil sie das gar nicht kann. Und sie wollte die Kugel haben, um an die Macht der Kugel zu kommen, damit sie dann mit der Macht vielleicht doch Geister beschwören kann, damit sie das erlernen kann, diese Technik, und damit sie dann auch wirklich rechtmäßig Königin ist. Ja? Das wäre eine gute Möglichkeit, um zu zeigen, dass sie nicht rechtmäßig Königin ist. Garen möchte spirituelle Kraft. Could it be? It's hard to believe, but if she wants spiritual power, does that mean Garen can channel spirits? That would explain why she had Amara perform the rite of channeling, genau. Is that why she let Amara live? To stand in for her when the time came to channel spirits? Vielleicht. Aber warum hat sie dann versucht, sie zuerst umzubringen? Vielleicht wusste sie das damals noch nicht so genau. So, if Garen can channel spirits, she would be exiled, she'd have no claim to the throne, it would look bad. alles so ein bisschen. Auf jeden Fall, wenn Garen keine Geister beschwören könnte, würde sie ins Exil geschickt werden, dann hätte sie kein Recht auf den Thron oder dann würde es schlecht aussehen. Ich weiß nicht, vielleicht, ja nee, exiliert werden, also ins Exil geschickt werden, würde sie nicht unbedingt. Nicht sofort zumindest, aber ja, sie hätte auf jeden Fall kein Recht auf den Thron, weil ja, das hat sie ja selber gesagt, weil nur Menschen, Frauen genauer gesagt, Königin werden können in Corain, die Geister beschwören können. Also können wir sie damit vom Thron stürzen. Bam. Garen has no claim to the throne. Garen hat kein Recht auf den Thron. Garen's Defense Culpability Act was established under the Crown's authority. But if she has no claim to the throne, then the DC Act would become null and void. No, not just the DC Act. All of the insane laws she's enacted would be swept away in one fell swoop. Huh. Krass. Damit habe ich irgendwie gar nicht mehr gerechnet. Aber das ergibt eigentlich ziemlich viel Sinn. Ich weiß nicht sicher, warum sie das jetzt nicht kann, ob sie einfach zu schlecht war, weil sie hat ja definitiv königliches Blut, weil sie ist ja schon die Schwester von Amara. Oder ist sie doch irgendwie auch nicht die Schwester, doch ich glaube schon, dass sie die Schwester, die biologische Schwester von Amara ist, aber vielleicht ist sie einfach zu blöd. Ich meine, Rafa kann es ja auch noch nicht, vielleicht konnten das andere 14-jährige Mädchen schon in dem Alter, Rafa muss halt noch ein bisschen üben, aber vielleicht war Garen einfach ihr ganzes Leben lang zu doof, um die Geisterbeschwörung hinzukriegen. Aber sie wollte trotzdem Königin werden. Alle haben das geglaubt, dass sie es kann, weil sie die Schwester von Amara ist und weil sie ja angeblich auch immer
hier diese Beschwörungsrituale macht, wo aber ihre Schwester für sie einspringt. Das würde das alles erklären. Krass. Okay, aber ich würde dann damit sagen, dass es das hier war für diesen Part von Let's Play Phoenix Wright, Ace Attorney, Spirit of Justice. Beim nächsten Mal können wir dann vielleicht diesen Fall hier abschließen, jetzt auch nach der Zusammenfassung, nachdem wir jetzt noch dieses letzte Puzzlestückchen herausgefunden haben, das uns hier aus dieser Situation rettet. Habe ich echt nicht erwartet, dass wir noch so eine smoothe Möglichkeit finden würden, um uns aus der aktuellen Situation zu retten. Aber wir können jetzt ziemlich eindeutig zeigen, dass sie, also eindeutig ist es ja noch nicht so richtig eigentlich. Es ist ja nur eine Vermutung, aber wir können jetzt dann gleich sagen, im nächsten Part, dass sie doch mal einen Geist beschwören soll. Und dann kann sie das nicht und dann werden alle Leute merken, dass sie kein Recht auf den Thron hat und dann sind wir safe und Gavin wird für immer weggesperrt, hoffe ich. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.